Ja, da schnelle Fragen entstehen. Da auf die Markierung. Gangnam Style, der Herr. Nochmal. Wollen Sie jetzt und hier endlich Ihren Austritt aus der FDP verkünden? Nein, das hätte ich schon viel früher tun müssen. Ja. Und jetzt ist es eh egal. Können Sie ausschließen, dass Ihr Brieffreund Thomas Mann damals heimlich ein bisschen verliebt in Sie war? Eher umgekehrt. Haben Sie als Demonstrationsfan dieser Tage beim St. Martins-Umzug auch das alte Volkslied mitgesungen? Der Typ in Uniform ist ein Schwein und natürlich kann geschossen werden? Gott, oh Gott, das habe ich noch nie in Köln gehört. Die Kölner sind friedliche Leute. Wie stoppen Sie die gewerbsmäßige Datenhehlerei des Konzerns Facebook? Ja, durch eine rigorose Regulierung. Die Regierungen schlafen weltweit. Unsere Freiheit wird mit Füßen getreten durch Facebook und Google und andere. Wurde zu Zeiten der sozialliberalen Koalition mehr gevögelt? Wahrscheinlich sichtbarer damals in der... Sichtbarer? In der großen Aufbruchbewegung der 68er hatte man keine Scheu, das auch sehr offen zu machen. Wenn Sie heute die noch lebenden Tatterkreise von der RAF vor Gericht sehen, was denken Sie dann? Ja, was haben die sich wohl gedacht, als sie anfingen zu töten? Sie haben ihr Leben zerstört. Selbstbeherrschung römisch 1. Wie haben Sie das geschafft, neulich als Insasse von Jauchs Kachelmann-Sendung dem Stammtischjuristen Hans-Hermann Tietje nicht auf Sakko zu kotzen? Ich habe mich nicht wohlgefühlt mit meinem Nachbarn. Das Thema war auch unglaublich schwierig. Das kann man so nicht behandeln. Aber Sie haben recht, er hat es noch schwieriger gemacht, als es schon war. Selbstbeherrschung römisch 2. Wie kriegen Sie das hin, im Alter eben kein so unerträglich selbstherrlicher Besserwisser zu sein wie zum Beispiel Helmut Schmidt? Naja, er weiß auch manches besser, das muss man schon sagen. Manchmal ist er besserwisserisch, aber ich finde... Man muss schon sagen, was man den Jüngeren mitteilen will. Aber nicht jeden Tag, oder? Nein, und auch nicht so. Also wie er den Tiananmen, das Massaker da beurteilt hat, war in meinen Augen war weit weg von der Wirklichkeit. Er hat ja gesagt, die hatten keine Polizei, deshalb mussten sie das Militär nehmen. Nicht wahr? Solche Sachen sind unmöglich. Und den Panzer. Bitte? Und den Panzer vor dem... Ja, das ist unmöglich. Aber wissen Sie, dass es so einen übergreifenden Ältestenrat in der Republik gibt, von dem Prantl geschrieben hat, finde ich schon ganz schön. Und er hat geschrieben, ich sei in diesem Ältestenrat der Jüngste. Das hört ein 80-Jähriger gerne. Sind Sie... am 11.11. wie jedes Jahr Sternhagel voll im Leuthäuser Schnarrenberger Kostüm durch die Kölner Südstadt gezogen? Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich war ganz woanders am 11.11. Aber ich würde auch nie im Leuthäuser Schnarrenberger Kostüm durch die Südstadt ziehen. Nicht wahr? Das überlasse ich ihr selber. Sie ist eine sehr humorvolle Frau. Ist die Geschichte der FDP für Sie angemessen historisiert mit dem Sat.1-Klopper Das Vermächtnis der Wanderhure? Das war die FDP nie. Ich habe auch den Klopper nie gesehen. Aber die FDP war das so nie. Nicht? Also sie hat zwar ihre Koalition... 82? Ja, sie hat ihre Koalition gewechselt. Manchmal hat das mich zornig gemacht, 1982. Aber nein, sie ist auch gar nicht mehr so kräftig, um das Gewerbe ausüben zu können. Mit der geht keiner ins Zelt. Nee. Wollen wir uns setzen? Gerne. Gerhard Baum!